Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. Willst es, du kriegst es. So, herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von Resident Evil End of Zoe. Wir sind immer noch auf dem Dampfer und jetzt geht das los. Ich nehme mir, glaube ich, gleich hier das Serum und dann wird gleich die Hölle losbrechen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es mal. Ich kämpfe mich einfach durch. Was? Ach, komm schon! Na, natürlich. Meinst du, das hilft, mit Gewalt auf eine Maschine einzudreschen? Endlich. Tschüss. Ach ja. Da hat er mich echt durch den Fußboden durchgeschmissen. Okay. Du willst das? Dann komm her, du Haufen Scheiße! Also, hier doch schon ein Kampf oder was? Der Boxkampf, der in die Geschichte eingeht. Äste werden toll oder sowas. Reste von Jack oder so, ne? Willst es, du kriegst es. Der macht einen Smasher, geil. Smash! Bam! Wärst du nicht drauf, hä? Wie wär's, wenn du ihn einfach mal dann noch zerstampfst? Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Jetzt wird er schneller. Guck mal, ob ich jetzt eine Kombi hinkriege, ja oder nicht? Finisher. So, geht ab. Was macht er jetzt? Armverdreher oder was? Nee, hier hinten und dann. Was reißt er hin? Ich höre schon knacken. Kopf abgerissen. Das war, glaube ich, ein Fehler, den ins Wasser zu schmeißen. Jetzt kommt er noch mit so einer Scheiße, dass er sich mit einem Alligator verbindet oder sowas. Aber wir haben das Heilmittel.
kann ich mir auch mal getrost ein Heilmittel rüberkippen. Ich habe doch ein paar. Okay. Ich habe doch einen Ast gehabt, aber muss irgendwie. Ich habe jetzt 5-mal Metallschrott, aber was bringt mir das? Okay, komm, einmal Heilmittel benutzen. Zum Wohlbefinden und so. Das war ein Fehler, den da reinzuschmeißen. Der kommt bestimmt nochmal wieder. Speichern. Dann so wie das Heilmittel geben. So, ich hab die Medizin. Du wirst schon wieder. Ich wusste es. Zum Teufel, ja, das ist bestimmt Jack. Jetzt wie, du springst da rein. Da steht ein Boot. Mist. Wir rennen uns Boot hinterher. Zoe! Wo bist du, Mädchen? Wo sind die hin? Ja. Warum auch immer das Tor jetzt aufsteht. Lass meine Familie in Ruhe, Arschloch! Was? Wie geht das denn bitte? Umbrella, wie wollt ihr das wieder hinkriegen? Das pulsiert ja schon alles. Muss erfahren sein. Muss. Geht gar nicht anders. Ja, schauen wir mal. Licht gibt's hier auf jeden Fall. Hm. Da vorne ist auch eine Hütte oder sowas. Da komme ich noch nicht hin, da muss ich also außen rum. Oder? Komme ich da durch? Nee. Nee, wieder lecker Maden. Maden. Kein Alligator. Noch zum Speichern. Okay. Gut, dann war es das auch schon wieder mit der dritten Folge. Ich wünsche noch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal bei Folge 4.